Befestigen Sie die Edelstahlschüssel direkt auf dem Antrieb und stecken Sie den Teigabstreifer in die dafür vorgesehene Öffnung. Lösen Sie den Drehknopf am Rührarm und führen Sie den Arm bis zur Schüsselmitte. Ziehen Sie den Stift nach oben und befestigen Sie der Rührwalze, indem Sie den Stift in die Rührwalze drücken. Nun können Sie den Arm in der gewünschten Position fixieren. Beim Rühren von Teig sollte der Abstand zwischen Schüssel und Rührwalze 2 zu 4 cm betragen. So kann sie die Rührwalze zur Schüsselmitte und zurück zur Ausgangsposition bewegen. Lassen Sie Ihre Assistenten mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit laufen.